Hallo, grüß euch. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid beim nächsten Monatsorakel, und zwar für den Juli 2022. Und du hast dir ja schon ein Sternzeichen ausgewählt, wenn du das Video angeklickt hast. Und du kannst natürlich auch gerne für andere schauen. Also, ja, es ist nicht nur für dich, sondern auch für Partner, Kinder, Arbeitskollegen, Freunde, wie auch immer. Du kannst das Video natürlich auch gerne weiter schicken, verlinken. Ich freue mich auch, ja, über ein Liken und Teilen und Kommentieren. Und ich habe heute auch meinen Dankestein hierher gelegt. Möchte mich auch mal bedanken für alle, die immer mit dabei sind, die zuschauen, auch für die neu hinzugekommenen. Abonniert mich gerne weiter und kommentiert und, ja, teilen und liken. Das ist immer ganz wichtig für den YouTube-Kanal. Und ich habe wie immer unter dem Video die Karten verlinkt, die ich verwende. Natürlich auch da nochmal meine Kontaktdaten und auch meine Empfehlungen. Schaut gerne mal unten in der Infobox vorbei. Ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Freude mit dem Video, und ich wünsche dir auch einen wunderschönen Juli. Ja, ihr lieben Skorpione, nun kommt euer Monatsorakel für den Juli 2022. Ich habe wie immer ein großes Blatt gelegt mit den Lenormand-Karten, und ich schaue hauptsächlich auf die Eckkarten, ja, was so die wichtigen Themen sind, was sich da zeigt, und auch die in der Mitte. Und dann schauen wir noch auf die Lebensbereiche, falls die noch nicht angesprochen wurden. Ja, was sehr schön ist, die erste Karte ist ja immer sowieso die wichtigste, sage ich. Das ist so die Überschrift, und da habt ihr den Baum. Der Baum steht ja für die Festigkeit, für die Stabilität. Er steht auch für die Gesundheit, ja, Vitalität. Er kann auch für, ja, teilweise spirituelle Praktiken wie Schamanismus stehen, Heilmethoden. Also da gibt es wirklich sehr viel, ja. Und das ist wirklich schön, dass ihr einen stabilen Monat habt, einen vielleicht auch heilenden Monat, zumindest auf der energetischen Ebene. Ihr habt ja dann auch da die Spiritualität liegen als nächste Eckkarte, deswegen spreche ich das jetzt auch so ein bisschen schon an. Und dann habt ihr den Ring, die Lilien und das Kreuz. Und ja, also hier kann es wirklich auch um Stabilität in Beziehungen gehen. Auch zu deiner Familie, weil die Familienkarte da liegt, und es kann auch was Altes sein, was Karmisches sein, ja. Also vielleicht erfährst du in diesem Monat auch karmische Themen, alte Themen, die deine Familie betreffen. Jetzt genaueres sehe ich nicht. Es ist ja auch ein Kollektivorakel. Es kann natürlich nicht auf jeden alles zutreffen. Aber vielleicht spricht euch das ja schon an, und ihr sagt, ja, da in die Richtung geht das für mich. Wir haben ja dann die Mäuse und den Berg. Es kann sein, dass Familienthemen des Monats, ja, vielleicht auch gelöst werden. Blockaden, Schwierigkeiten, was familiäre Themen betreffen bei deiner eigenen Herkunftsfamilie oder auch bei deiner Familie, wenn du schon eine hast oder gründen möchtest, je nachdem. Vielleicht gab es da auch Probleme, jetzt, egal ob jetzt dein Partner zum Beispiel oder Partnerin vielleicht, ja, noch frei bleiben möchte, ja, und nicht eine Familie gründen. Es kann um Kinder bekommen gehen, es kann um heiraten gehen, wie auch immer, ja. Das ist dann natürlich individuell. Aber eben das Schöne ist, dass jetzt die Stabilitätskarte da liegt, ja. Das heißt, im Juli könnte es wirklich darum gehen, dein Thema Familie zu festigen und alte Blockaden abzulegen. Eben, wir haben als nächste Eckkarte die Sterne. Dann haben wir den Hund, das Herz und den Anker, also den Beruf. Das finde ich überhaupt spannend. Also vielleicht bist du selber auch spirituell tätig. Das wäre natürlich auch ein Thema für dich, wenn du es jetzt noch nicht machst, dass du dich darum kümmerst. Vielleicht hat das auch mit deiner Familie zu tun. Ja, viele Familien verstehen das oft nicht, wenn jemand eben spirituell ist und auch spirituell zu arbeiten anfängt. Vielleicht, ja, ist da deine Familie dagegen und du machst das jetzt trotzdem, ja? Also es kann wirklich spirituelle Arbeit sein, und das mit dem Herz ist für mich immer so, wenn es am Anker liegt, man hilft gerne anderen Menschen. Es kann auch um Freunde gehen, da liegt mit dem Kind das Wachstum, ja, dass du wirklich auch neue Freunde kennenlernst, vielleicht auf einer Reise, wenn du eine Reise vorhast, dass du da jemanden kennenlernst, Bereich Freunde. Das sind aber auch eben die Arbeitskollegen, und das ist auch das Angestelltenverhältnis, ne?
Also wenn du jetzt nicht spirituell tätig bist, trotzdem vielleicht in einem helfenden Beruf, ja, das Sozialberuf, Gesundheitsberuf eventuell auch, dass du hier neue Freunde findest unter den Kollegen oder überhaupt was Neues beginnst, ein Neubeginn. Das schaut sehr gut aus, weil die Sterne ist ja auch die Glückskarte. Ja? Also, dass du wirklich großes Glück hast, egal was du jetzt beruflich beginnst, aber auch mit deinen Freunden. Oder ist vielleicht hast du erwachsene Kinder, die für dich wie Freunde sind. Vielleicht habt ihr eine Reise vor jetzt im Juli. Das schaut auch sehr gut aus. Da liegt das Herz drauf. Ne? Was Schöneres gibt es ja gar nicht. Ja? Dann kommen wir aber zu dir. Da muss ich jetzt aber sagen. Ja? Also, es ist jetzt nicht so schlimm. Aber eben, es sind so Themen, die dich selber betreffen. Das bist du, auch wenn du ein Mann bist. Du hast den Stress im Kopf, aber auch wieder das Familienthema, ja, weil die Schlange ist ja die Mutter und die Eulen können für die Eltern stehen. Und hier haben wir die Transformation. Also es kann sein, dass du wirklich im Juli irgendwas transformierst, was dich schon lange belastet, familiär, dass das jetzt eben in die Auflösung geht, ja. Die Mäuse, die die Blockaden anknabbern. Aber du musst da halt noch durch. Also es fühlt sich für mich an, oder ich sehe so wie so eine Art Geburtskanal. Das wird jetzt noch mal eng wahrscheinlich, was diese Themen betrifft. Aber ich denke, du kannst dich von irgendwas Großem befreien, ja? Also irgendwas, was dich belastet hat, eben von den familiären Themen. Es kann jetzt alles sein. Eben zum Beispiel, du willst spirituell arbeiten, hast aber Angst, was die Familie sagt, ja? Dann wirst du dich jetzt dieses Monat hier frei machen, aber natürlich auch alles andere. Wir haben ja hier den Fuchs, ja. Also du zweifelst irgendwie an deiner Transformation noch, ne? Also du würdest das gern machen, aber irgendwie hast du Zweifel oder Ängste, aber schau, hier sind die Blumen, die Geschenkskarte, ja. Also du sollst das auch machen, egal was du vorhast, du sollst das machen und du sollst das transformieren, ja. Und das ist jetzt dein Monat, also bitte, bitte, ja, wenn da irgendwelche Themen bei dir anstehen, mach das. Wir haben auch bei der nächsten Eckkarte die Routen, die Gespräche mit dem Partner, Partnerin. Also das ist jetzt auch, wenn es bei dir um eine Frau geht, dann gilt die Karte auch. Und da haben wir den Rückzug, ja, und auch auf der Zuhause-Karte. Also vielleicht hat dein Partner sich in letzter Zeit sehr zurückgezogen, war vielleicht nicht so gesprächsbereit, eben auch Thema Familie, Familiengründung. Vielleicht ist dein Partner einfach angepisst, ja, über seine Eltern, über deine Eltern, die Familie. Vielleicht gibt es da immer wieder Knatsch, ja. Und der hat gesagt, er regt mich dann immer mehr an, es interessiert mich nicht mehr. Und du gehst aber jetzt auch da rein, ja, in diese Transformation. Ne? Du siehst, dass das schwierig ist für dich, vielleicht auch für deinen Partner. Und du hast hier die guten Energien zu Hause, ja. Also nutze das jetzt, wenn Heilungsthemen kommen. Oder suche auch die Heilung von familiären Themen. Das, ja, wäre jetzt so dein Thema. Wir haben auch hier das Geld gleich mit dran liegen. Ich habe das Gefühl, wenn du das jetzt löst, ja, dann wird auch das Geld bei dir besser fließen. Ja, Öffentlichkeit, hier haben wir den Reiter, Nachrichten aus der Öffentlichkeit über Geld. Das kann jetzt natürlich auch über eine Bank sein zum Beispiel, aber eben sehr positiv. Ne? Also du hast ja auch den Erfolg dran, ja, und den Glück, das Glück. Und ja, also nutze das, wenn das jetzt kommt. Ja, nicht davonrennen und nicht Stress machen und nicht dir denken, oh, das ist so anstrengend, das interessiert mich gar nicht, das will ich gar nicht, sondern geh da wirklich jetzt deinen Weg. Du hast in der Mitte auch den Bären liegen, den Schlüssel, die Entscheidungen und die positiven Veränderungen. Vielleicht musst du auch was bezüglich deines Vaters, ja, weil hier war die Schlange, die Mutter, aber auch der Vater. Vielleicht musst du da auch irgendwelche Entscheidungen treffen, wie du da jetzt weitermachst. Das bringt dir aber Glück und positive Veränderungen. Oder es können natürlich der Bär auch andere Personen sein, ja. Aber der Bär ist halt klassisch für den Vater. Es könnte eventuell auch ein Ex-Freund sein. Vielleicht ist da jemand noch, der dir auf den Fersen ist sozusagen. Und du möchtest das nicht mehr. Dann, ja, mach klare Kante, ja. Geh in die Klarheit rein und entscheide dich für das Positive in deinem Leben und für die positiven Veränderungen. Und das wird dir viel, viel Glück bringen in eigentlich allen Lebensbereichen. Na gut, dann ja, hoffe ich konnte dir helfen. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, wenn du das persönlich anschauen möchtest, melde dich gerne bei mir. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne Zeit. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.